Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triebacher, Börsentrainer aus Karlsruhe, zum Thema bzw. ein ganz interessantes Thema und so oft diskutiert und da wird mit um sich geworfen. Alle wissen es besser, jeder kann es besser, jeder ist Spezialist, jeder sagt, mein Stand ist der richtige, deiner ist falsch. Thema Low Carb, High Carb. So, und jetzt fällt auf dem einen oder anderen Schublad runter. Mr. T, Low Carb, High Carb. Oh, oh, was passiert jetzt? Wird es jetzt sein, dass meine Einstellung fällt, dass mein Wissen fällt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du weißt. Aber folgendes, weder Low Carb ist pauschal richtig, noch High Carb ist pauschal richtig. Warum? Weil wir alle einen unterschiedlichen Bedarf an Nährstoffen haben. Ganz einfach gleiches kleines Beispiel. Man sieht immer in allen möglichen Foren von allen Low Carblern die Bauchmuskulatur. Von allen High-Carblern sieht man nichts anderes im dicken Arm und ein paar Äderchen auf dem Arm und das war's. Im Bauch sieht man meistens. Das hat sicherlich seinen Grund, warum das so ist. Kommen wir gleich drauf. Und zwar folgendes. Low-Carb, High-Carb. Es gibt einfach verschiedene Strukturen von Menschen. Was für den einen gut ist, muss für den anderen nicht gut sein. Kann für den anderen sogar schlecht sein. Ganz einfach, warum? Folgendes. Überlegt euch mal, ihr habt jetzt eine Person X. Die Person X ist von Kindheit an schon immer ein bisschen pummelig gewesen, hat aber zum Beispiel nie zu große Mengen gegessen. Hat einfach so eine Veranlagung, dass der Körper sehr sparsam mit Energielieferanten umgeht. Jetzt hat diese Person tatsächlich noch einen sogenannten sitzenden Beruf, einen sehr ruhigen sitzenden Beruf, ohne große Anstrengung, ohne große Adrenalinausstöße, ohne große Dynamik. So, und jetzt machen wir mit dem guten Mann, weil er gehört hat von dem Forum XY, High Carb. Machen wir High Carb. Der gute Mann haut sich am Tag 350 bis 400, und es ist keine Seltenheit, Kohlenhydrate in die Birne. So, von diesen Kohlenhydraten, von dieser Menge Energielieferanten, verbraucht er, weil er eben einen trägen Stoffwechsel hat, schon immer so gehabt hat, vielleicht so eben eingestrengte Thermogenese, Wärmeentwicklung, solche Menschen gibt es, verbrauchte er eben nur 100, 120, 150 Gramm. Was passiert denn auf Dauer mit diesen restlichen 150, 200, 250 Gramm? Er geht dreimal in der Woche ins Studio. Schafft er das da, die ganzen Energielieferanten loszukriegen? In den meisten Fällen schafft er es nicht. Und was passiert? Hurra, High Carb. Jawohl, so sehe ich aus. Wie viele draußen auch, die gar keinen Sport machen und im Verhältnis viel zu viel Energielieferanten essen. Die meisten essen nämlich nicht zu fettreich, sondern zu kohlenhydratreich, zu zuckerreich. So, jetzt drehen wir es um. Jetzt haben wir hier denjenigen, der den ganzen Tag schwer arbeitet, Hektiker, sechsmal Sport in der Woche, 21 Jahre alt, Freitag, Samstag, Sonntag auf Party, bam, 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 den ganzen Tag aktiv. So, jetzt machen wir mit dem Low Carb. Was wird wohl passieren? Der fühlt sich schlecht, der fühlt sich bescheiden, der sieht irgendwann aus wie ein Schlumpf. Genau aus diesen Gründen gilt die Aussage nicht, High Carb, top, das ist das Wichtigste und Beste. Und genau deswegen gilt auch nicht die Aussage, Low Carb ist das Beste und gilt für alle. Das ist Unsinn, sondern es kommt immer auf die Person an, die man beratet. Und eine Aussage sollte immer spezifisch sein, nicht pauschal. Und deswegen gibt es Mr. T. Und Mr. T kann dir das, wenn du willst, im 1:1 Gespräch erklären. Oder schau einfach regelmäßig meine Videoclips, schau bei Facebook meiner Fanseite rein. Und da gibt es immer tolle Infos zum Thema. Das war's, Andreas Triebacher, zum Thema Low Carb, High Carb. Was ist richtig für dich?